Bevor es losgeht, denk doch bitte kurz daran, auf den Like-Button zu drücken. Und wenn du neu bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine Geschichten. Also viel Spaß. Einen Zug zu fahren klingt sicherlich unglaublich aufregend, oder? Nicht wirklich. Wenn man seine Lizenz macht, ist alles so aufregend, als wäre man ein Teil eines legendären Zugführervermächtnisses. Du malst dir aus, wie du Zugräubern entgehst oder Mordmysterien auflöst, wie du Leute beim Trinken im Speisewagen kennenlernst, wenn sie von Kalifornien nach Texas fahren. In Wirklichkeit befördern die meisten Züge heutzutage Güter. Und wie viele andere fand ich mich selbst wieder, wie ich schwer beladene Zugwaggons durch die dunkle Nacht schipperte. Ab diesem Zeitpunkt bestand ein Großteil nur daraus, einige Knöpfe zu drücken und zu versuchen, keine Menschen oder Dinge auf den Gleisen zu erwischen. 100 Meter vor einem Übergang musste das Signalhorn betätigt werden, dann musste kontrolliert werden, in welchem Zustand sich die Strecke befindet und entsprechende Schäden oder Fehlanzeigen notieren, und so ging es dann letztendlich zum Zielort. Dort wirft man seine Ladung ab und dann geht es wieder von vorne los. Ich fuhr meist von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens und der Löwenanteil meiner Route lag in absoluter Finsternis. Während der Zug vor sich hinrollt, wechseln Roger und ich uns alle paar Stunden ab, damit ich rausgehen kann, um eine zu rauchen oder mir etwas aus dem Kühlschrank zu holen, den wir hinten aufbewahren. Wir befördern prinzipiell keine Passagiere, außer manchmal Vieh, also gibt es keinen Speisewagen, Schlafwagen oder andere Leute außer Roger, mit denen man sich unterhalten könnte. Nach heute Abend spielt das sowieso keine Rolle mehr. Ich bin ziemlich neu bei der Sache und Roger hat nur ein paar Monate länger als ich hier gearbeitet. Jedoch hatte ich keine Ahnung von Strecke 54. Alle Abschnitte haben Meilenmarkierungen. Zwischen 53 und 55 befindet sich, du wirst es dir wohl schon denken können, Strecke 54. Sie verläuft durch einen dichten Wald und ist der einzige Teil, der für gute 20 Meilen nichts anderes als Bäume und Dreck zeigt. Es ist eine sehr einsame Strecke und da draußen wird es manchmal etwas gruselig. Roger sagte, es ist Schwachsinn, aber ich könnte schwören, dass man Dinge im Wald sehen kann, die den Zug beobachten, während er vorbeifährt. Das Gute an dem Wald ist, dass er nur 10 Meilen vom Depot entfernt ist, an dem wir unsere Fracht abgeben. Sobald man dort ist, ist die Schicht schon fast zur Hälfte erledigt. Heute Nacht war es jedoch anders. Ich saß gerade auf dem Beifahrersitz und scrollte über Reddit, als Roger zu fluchen anfing und eine Vollbremsung machte. Nachdem ich mich gesammelt hatte und rausschaute, atmete ich tief ein, als ich den Grund für diese Vollbremsung sah. Es ist nicht ungewöhnlich, dass manchmal Zeug auf den Gleisen liegt, wie zum Beispiel Bäume oder manchmal Tiere, aber dies war etwas, für das wir eine Meldung machen mussten. Da lag ein Körper auf der Strecke. Roger griff zum Mikrofon und machte eine Meldung. Zug 13 hier. Befinden uns auf der Strecke 54. Er schaut auf die Daten am Bildschirm. Punkt 5. Melde einen Körper auf den Gleisen. Der Funk verstummte für einige Sekunden, bis jemand von der Zuteilung sprach. Zug 13, bitte wiederholen Sie. Sagten Sie, ein Körper liegt auf den Gleisen? 10-4, sagte Roger. Ein menschlicher Körper liegt auf den Gleisen. Ein weiteres statisches Rauschen, als plötzlich eine andere Person antwortete. Lebt die Person oder handelt es sich um einen Leichnam? Roger kniff kurz die Augen zusammen und sagte, spielt das überhaupt eine Rolle? Da liegt jemand auf den Gleisen. Nun, entweder rufen wir die Polizei oder einen Krankenwagen. Also, ja, es spielt eine Rolle. Roger seufzte und warf einen Blick nach links und rechts in den Wald, bevor er mir das Funkgerät reichte. Halte die Idioten auf dem Laufenden, während ich überprüfe, ob der noch lebt. Dann stieg er aus dem Zug und ging nach vorne. Ich konnte hören, wie er der Person auf den Gleisen zurief, aber er bekam keine Antwort. Die Person schien dort zu schlafen, Arme und Beine über die Schwellen gespreizt, aber ich konnte von der Kabine aus nicht sagen, ob sie nun atmete oder nicht. Die Person schien dort zu schlafen, Arme und Beine über die Schwellen gespreizt, aber ich konnte von der Kabine aus nicht sagen, ob sie nun atmete oder nicht. Roger schien die Seite des Zuges nicht verlassen und nachforschen zu wollen. Er fragte sich wahrscheinlich, ob dies womöglich ein Raubüberfall war. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen ein Gleis blockieren und einen Zug ausrauben, aber unsere Ladung besteht hauptsächlich aus Zementpulver und Blöcken aus einem Steinbruch und verschiedenen anderen Dingen wie Wechselstromgeräte oder nicht raffiniertem Öl. Nicht wirklich etwas, mit dem ein Zugräuber leicht davongekommen wäre. Das Funkgerät erwachte zum Leben, als die ältere Stimme fragte, ob wir noch da wären. Ich antwortete ihm und dann fragte er erneut nach unserem Standort, aber die Art, wie er mich fragte, machte mich nervös.
Er klang irgendwie erleichtert, dass ich antwortete, aber bestand darauf, unseren Standort zu erfahren. Strecke 54,5, sagte ich ihm, während ich Roger weiterhin im Auge behielt, als er zu dem Körper auf den Gleisen lief. Ein gutes 10 Sekunden langes Schweigen folgte, während ich Roger beobachtete, wie er sich dem Mann näherte. Meine Augen wanderten für eine halbe Sekunde zum Wald, da ich annahm, Bewegung zwischen den Bäumen gesehen zu haben. Was eine optische Täuschung. Das einzige Licht war der große Scheinwerfer und dadurch sahen die Dinge abseits des Kegels manchmal etwas seltsam aus. Roger befand sich jetzt nah an dem Körper, als mich das Funkgerät aufspringen ließ. Fahren Sie drüber! Ich starrte auf das Funkgerät. Was? Fahren Sie drüber und verschwinden Sie sofort von dort. Niemand darf die Kabine nach Strecke 50 verlassen. Wurde Ihnen das nicht mitgeteilt? Ich schaute zurück zu Roger, der den Körper mit seinen Fuß anstupste, bevor er sich wieder umdrehte, um zum Zug zurückzulaufen. Nein, ich fahre erst seit ein paar Monaten. Roger und ich... Aber als Roger zurückkam, sah ich, wie etwas Langes, Weißes aus dem Wald galoppierte und ihn schnappte. Es war mit nichts zu vergleichen, was ich jemals zuvor gesehen habe. Wie ein Knäuel weißer Pfeifenreiniger, die sich zu einem seltsamen Tier formten und einige Tage in einem Rucksack herumlagen. Es schnappte Roger mit seinem Maul und war über die Gleise und in den Wald verschwunden, bevor ich es mir genauer ansehen konnte. Roger war in einer Minute da und in der nächsten einfach weg. Zug 13, antworten Sie! Irgendwas hat Roger erwischt, schrie ich in das Funkgerät. Er ging nach draußen, um den Körper zu suchen und... Bringen Sie sofort den Zug in Bewegung, schrie der Mann am anderen Ende. Ich drückte ein paar Knöpfe und Schalter. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Ich hörte, wie die Räder durch den Körper rissen. Ein nasses, fleischiges Geräusch. Es dauerte nicht lange, bis ich 40 Meilen die Stunde fuhr. Mein Atem kam in kurzen Stößen, während mich noch der Wald umgab, aber die Kreatur tauchte nicht erneut auf. Jedoch konnte ich es noch deutlich vor meinem geistigen Auge sehen. Ich konnte immer noch Rogers angstverzogenes Gesicht sehen, als es ihn packte und in den Wald zerrte. Ich bezweifle, dass sie ihn jemals finden werden. Auch bezweifle ich, dass sie den Körper oder die Kreatur finden werden. Als ich eine Stunde später ins Depot einfuhr, warteten bereits Leute auf mich. Leute in Anzügen der Beförderungsgesellschaft. Sie sagten mir, dass ich das Richtige getan hätte. Sie sagten mir, ich sei sehr mutig gewesen und habe dem Unternehmen ein Vermögen in Millionenhöhe erspart. Sie ließen mich dann viele Dinge unterschreiben und sagten mir, ich solle mir eine Auszeit nehmen, bevor ich wieder zur Arbeit komme, wenn ich denn noch arbeiten wollte. Sie rieten mir auch, mit niemandem über das zu sprechen, was ich gesehen hatte, und ließ mich ein Papier unterschreiben, in dem ich sagte, ich würde es nicht tun. Nun, ich denke, ich habe den Teil wohl versaut, nicht wahr? Es ist eine Woche her und ich sehe das Ding immer noch, wenn ich meine Augen schließe. Ich habe über diesen Streckenabschnitt ein wenig recherchiert und in dem Wald, der ihn umgibt, sind viele Menschen verschwunden und mehr als nur ein paar Geschichten ranken sich um eine seltsame Kreatur, die dort lebt. Dort ist erst kürzlich ein Wanderer verschwunden, ein Mann mit dunklen Haaren und einem Bart. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er ein blaues Hemd und Jeans. Ein Mann, von dem ich schwören könnte, dass er in der Nacht auf der Strecke lag, als Roger geholt wurde. Das Telefon steht nicht still und sie fragen ständig, wann ich wiederkomme. Ich weiß nur nicht, ob ich jemals wieder durch diesen Wald fahren kann. Aber nachdem das hier jemand gehört hat, muss ich mir darüber möglicherweise keine Sorgen mehr machen.